Hallo meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Splatoon 2 Online in der Community. Wir haben einen privaten Raum gemacht, die Aufnahme kommt relativ spontan, weil ich ein Part für morgen brauche, sprich für heute, weil ich heute den kompletten Tag weg bin. Was ist da unten los? Ich wollte gerade schon sagen, warum die Waffe gewechselt worden ist. Denn ich habe mir das Ganze heute so vorgestellt, dass wir nur mit Klecksern und Heldenwaffen spielen werden. Mit Heldenwaffen wurde ich überredet, weil... Ja, die Heldenwaffe ist das genau dasselbe wie ein Kleckser, wurde mir geschrieben. Weiß ich noch nicht, ich habe die Heldenwaffe noch nicht freigeschaltet, weil ich viel zu faul bin, diesen Story-Modus zu spielen. Vielleicht werde ich ihn eines Tages mal spielen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Heldenwaffe ist ganz schön geil, oder? Naja, mal gucken, wie wir uns anstellen werden. Denn ich glaube, es sind heute ein paar neue dabei. Erstmal schöne Grüße an jeden generell, der in dieser Lobby dabei ist. Denn, ja, only Community-Kampf so gesehen, den wir gerade hier haben. Und mal gucken, wie wir uns anstellen werden gegen die Community. Es sind viele bekannte Gesichter dabei, eventuell ein, zwei neue, man weiß es nicht, es kommen ja immer wieder mal ein, zwei neue dazu, vielleicht sogar mehr, I don't know. Na, auf jeden Fall, wenn ihr mitspielen wollt, Switch-Code wird wie immer, beziehungsweise meine ID wird wie immer irgendwann im Part eingeblendet, ich denke mal jetzt irgendwann. Und ja, einfach in unsere Discord-Community-Gruppe eintreten oder mich auf Twitter adden, beziehungsweise folgen, weil ich da in den meisten Fällen manchmal das auch noch ankündige. So, Peterino ist ein richtiger Duderino. Sorry, den Witz muss ich bringen. Ja, dann dürfte das so eigentlich am besten klappen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall bin ich heute, wo ihr das Video seht, halt den ganzen Tag in Bielefeld. Nee, sorry, Bielefeld gibt's nicht. Die kennen ja die Bielefeld-Verschwörung. Deswegen, das gibt's nicht. Das ist nur eine Ausrede, wenn man sagt, man fährt nach Bielefeld. Da man in Wirklichkeit was anderes tut. Deswegen, weg hier. Aber wir sind momentan ein bisschen am Dominieren. Ein bisschen sehr sogar am Dominieren, wie es aussieht. Ne? Bisher hatten wir nur einen Kill, wurden selber einmal gekillt. Es geht fit, ne? Ich meine, momentan müssen wir sowieso nur auf, mal kurz rüber gehen, auf Farbe gehen, ne? Der Rest ist ja egal. Ich meine, wir sind hier nicht im Rangmodus und das habe ich blöde angestellt. Aber natürlich schön gemacht von Jonas, das muss man hier zugeben. Respekt, Respekt. Naja, genau, und deswegen, ich bin heute halt so ein bisschen shoppen so gesehen und was ist shoppen? Ich denke mal, ein paar neue Klamotten kaufen geht immer. Also ich habe nie was dagegen. Also ich bin eigentlich, ist für Jungs untypisch, aber ich zum Beispiel habe nichts dagegen, wenn man mal ein bisschen länger in Läden oder so unterwegs ist. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn man eine Freundin hat, dass das Ganze extrem schlimm wird, weil es zu lange dauert. Aber ja, okay. Ich bin auch so der Typ, der, wenn er in Läden geht, nur das mitnimmt, was er braucht. Vor allem irgendwie, wenn ich mal im Rossmann bin oder so. Da meinte irgendwie, weil ich mal eine Schwester von einer Freundin gesehen habe, da hat die Schwester der Freundin so erzählt, dass ich echt nur so straight in den Laden reingegangen bin, ohne zu gucken und nur das mitgenommen habe, was ich brauche. Ist aber bei mir immer so, egal wo ich hingehe, ich nehme nur das mit, was ich brauche, aber so generell in Klamottengeschäften lasse ich mir ein little bit mehr Zeit. Ist aber, glaube ich, normal, man will ja nichts Falsches kaufen und ein bisschen Style muss ja auch immer sein, ne? Ich meine, man muss ja das YouTube-Money, was ich verdiene, was phänomenal viel ist, irgendwo hinschmeißen. Und deswegen ist das halt so, ne? Ich meine, mit dem riesigen Verdienst, den ich hier habe, damit könnte ich mir eine Yacht kaufen, mindestens 5 Yachten. Und ja. Ne, auf jeden Fall, heute gucke ich mir dann noch Planet der Affen Teil 3 an. Also sprich, das sind ja Reboots, ne? Es gibt ja eine Originalfassung. Wann kam die Originalfassung? Ewigkeiten her. Ich habe die Originalfassung auch gesehen. Da hat man schon gemerkt, dass die Filmtechnik damals noch nicht so weit war wie heute. Aber man merkt schon, dass diese Reboots, die sind wirklich geil. Also es gibt wirklich selten Filme, die rebootet werden, wo ich sage, oh, das wird gut gemacht. Aber diesmal ist es deutlich besser als das Originale, finde ich persönlich jetzt. Wenn man aber damals mit den normalen, beziehungsweise mit den originalen Filmen aufgewachsen ist, kann ich mir persönlich vorstellen, dass das nicht so toll war. Beziehungsweise toll war. So, wir gehen in die zweite Runde nur mit Klecksern und Heldenwaffen im Operations-Goldfisch-Modus. Ich habe vor, by the way, für die, die jetzt mitspielen oder generell für die zukünftigen, die mitspielen werden, solche Aktionen öfter mal zu starten. Vor allem, es klappt gut, also wenn ich spontan reinschreibe, sind auch immer direkt welche da, die direkt mit in die Lobby kommen. Sodass ich nicht lange warten muss, ist eigentlich das Optimalste, also keine große Ankündigung machen muss. Und ja, das ist eigentlich optimal wie das pH-Optimum von Enzymen. Naja, ich bin gerade, boah, die Umstände entsprechend gut gelaunt. Normalerweise hätte ich heute Kickboxen. Problem ist echt, ich habe noch eine Bänderüberdehnung von letzter Woche, deswegen muss ich heute nochmal sitzen lassen. Ins Fitnessstudio konnte ich bereits wieder.
Ah, Peter wurde mitgenommen. Aber oh, das ist eine schnelle Runde gewesen, was? Ah, das kann gut sein, dass die Teams... Oh, es ging. Wenigstens, wo die Goldfischkanone jetzt befreit, ein bisschen unfair sind. Aber Fitnessstudio kann ich, weil ich da keine hektischen Bewegungen habe. Also da kann ich unmöglich nochmal irgendwie umknicken. Und da ist mein Fuß sowieso immer in irgendeiner Form befestigt. Also von daher alles easy going. So, ihn haben wir mal getunnelt, sage ich schon. Mitgenommen. Huch. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin? Aber erstmal schön ein... Moment, jetzt kommt's wieder. In der Chemie vergesse ich es immer wieder. Das heißt Methan, Ethan und dann Propan, Propan-Kill. Das kann man zwar nicht so nennen und das klingt richtig kacke, aber ich habe einen Propan-Kill gemacht. Je. Wirklich, wirklich, ich werde sterben. Nein, ich habe überlebt. Wie habe ich das überlebt? Ich habe keine Ahnung. Okay, wenigstens ist das Match einigermaßen ausgeglichen. Wenigstens wurde es nicht komplett hier zerberstet. Man muss halt immer gucken. Ich lasse es immer so per Zufall generieren. Ich glaube, das ist auch das Sinnvollste, was man irgendwie machen kann. Und ich hoffe mal, das gegnerische Team jetzt auch ein bisschen pumpen. Ich bin immer so ein Typ, ne? Vor allem in Community-Aufnahmen. Mir ist es so egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich will einfach, dass immer alle den Spaß haben. Vor allem, wenn ich gerade bei dem Thema bin, Spaß etc. Einige schreiben mir persönlich immer, dass sie ja noch nicht so gut sind, wenig Erfahrung haben. Aber das muss man mir echt nicht schreiben. Ich bin da kein Böse, wenn da mal nicht so gut ist wie die anderen. Hauptsache, jeder kann irgendwie mitspielen und jeder spielt mal mit. Also das ist wirklich die Hauptsache dabei, ne? Deswegen mache ich das alles ja hier. Dass man so eine Persönlichkeit hat, mit mir zu interagieren auf diesem Kanal. Ich finde das immer extrem wichtig für einen YouTube-Kanal, damit man irgendwie überlebt. Beziehungsweise, damit jeder halt das Programm mitbestimmen kann, so gesehen. Und ich finde, das ist extrem wichtig. Vor allem, morgen startet ein neues Format auf diesem Kanal. Ich denke mal, das wird auch einigermaßen cool. Das wird eher ein persönlicheres Format. Nichts Großartiges. Aber ich denke mal, das wird trotzdem einigermaßen gut ankommen, weil viele das mögen, wenn ich über irgendwas rede, deswegen, das wird cool werden, das wird ja cool werden, ja. Naja, wir schlagen uns einigermaßen gut, also K.O.-Sieg klappt irgendwie nicht, aber wir pushen natürlich immer wieder gut nach vorne, also von daher passt das alles natürlich. Vor allem, ich habe gerade einfach den übelsten Ohrwurm, wegen ich habe heute seit sehr langer Zeit mal wieder ein Ami-Rap reingehört und jetzt weiß ich, wieso immer alle sagen, die Deutschen kopieren das, aber das stimmt wirklich. Ich weiß nicht, wer von wem kopiert hat, aber ich denke mal eher, dass Deutschrap vom Ami-Rap kopiert wurde. Nein, dass die Deutschen Ami-Rap kopiert haben, so wollte ich sagen. Oh, habt ihr schon wieder den Reim gehört? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber momentan fällt es mir komplett leicht, irgendwie zu rhymen. Das wird besser, das ist echt Übungssache. Deswegen mich noch einmal rappen, mindestens. Es macht einfach Spaß. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein guter Rapper bin oder so, aber es macht einfach Spaß, sowas zu schreiben, ohne Witz. Das muss jeder mal ausprobieren, wenn er leidenschaftlicher Rap-Hörer ist wie ich, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und deswegen passt das doch. So, weiter geht's, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind. Den amerikanischen Rapper, den ich mir heute angehört habe, ist Jeezy, so heißt er, also G-Easy. Ich glaube, der heißt Jeezy, irgendwie so wird er ausgesprochen. Und seine Mucke fetzt echt, also die mag ich gerne. Es sind zwar einige Mainstream-Songs dabei, aber ist ja nicht schlimm, ne? Mainstream-Songs gehen auch fit. Und vor allem, manche Tracks ballern echt hart und dann kann man sich das noch geiler geben. Naja, Themenwechsel. Man will ja hier trotzdem immer, Smash TG. Immer mehr im TG-Clan, Freunde. Kommt in den TG-Clan hinein, das soll keine Werbung sein, aber kommt in den TG-Clan hinein, nein. By the way, wurde mir immer wieder in die Kommentare geschrieben, wie man halt das ändert. Man muss den Switch-Namen ändern. Dann funktioniert das, also, wenn man TG hinter seinen Namen machen will, musst du, glaube ich, in die Freundesliste gehen, die unterste Einstellung, und da deinen Namen ändern. Das wird in Splatoon dann geändert, wenn du Splatoon einmal beendet hast. Ich habe damals auch den Fehler gemacht in den ersten Parts oder so, das hat man sowieso gesehen, ne. Da habe ich das auch nicht, das Spiel beendet, deswegen hat es nicht funktioniert. Aber sonst, easy going. Ja, das habe ich blöde angestellt. Wenigstens haben wir uns gegenseitig gekillt. Ich bin sowieso gespannt, wie viele Kills wir in diesem Match gemacht haben. Das waren mindestens 7 Milliarden gefühlt. Ja, 7 Milliarden jetzt nicht, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ich treibe sowieso immer generell sehr gerne zu Übertreibungen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber mache ich sehr gerne. So, soll ich jetzt die Goldfischkanone... Failer Gannon hat wieder zugeschlagen. Pam, pam, pam. Ja, Thomas Gannon. Skiller Gannon plus Failer Gannon gleich Thomas. Gannon mit einem D. Es gibt sowieso die kuriosesten Schreibweisen für Thomas Gannon. Was ich schon alles gesehen habe. Ich sehe ja sowieso zum Beispiel, wenn man Thomas Gannon eingibt, zumindest Thomas so bei YouTube. Huch, da hat jemand keinen Rang. Aber 20 Kills? Was will man mehr? Und schon wieder dieselbe Map. Irgendwie stimmt hier etwas nicht. Ich glaube, die Maps muss ich echt mal manuell belegen. Ich mache das auch immer mit Zufall. Aber der Zufall... Alter, alle haben die Heldenwaffe.
Ich will auch die Helden. Ist die Heldenwaffe deutlich besser? Ich glaube, das ist einfach nur Placebo-Effekt. Der Hype von dem Schwamm ist Placebo-Effekt. Hype ist real. Hype ist real. Bis heute noch keinen Deal, aber Hype ist real. So, okay, da konnte ich nicht viel machen. Mal gucken, ob wir das trotzdem schlagen werden. Na, da haben wir Smash TG mitgenommen. Da hat Smash uns gesmashed. Zurück zu den Schreibweisen von Tomagenon, das ist mir gerade wieder eingefallen. Die geilste Schreibweise ist sowieso Tormageddon. Also T-O-R-M-A und dann G-E-D-O-N. Das habe ich alles schon gelesen. Eieiei, es kann echt schwer sein, einen Namen zu schreiben anscheinend, aber gut. Man soll nicht fragen. Es gibt auch einige Jüngere, die das eventuell noch nicht schreiben können. Also von daher immer wieder das mit Humor nehmen einigermaßen. Boah, jetzt muss man irgendwie schön in die Mitte kommen, ne? Ich glaube, weit und breit ist hier keiner. So, einmal noch Tintenschock einsetzen. So, Smash kommen wir wieder mit Smashen, aber er hat uns gleichzeitig auch weggesmashed, nicht wahr? Wir sollten irgendwie mal versuchen, diesen Zähler auch nur einmal anzuhalten, wenigstens. Okay, ich muss irgendwie... Ja, sehr schön. Ich wollte gerade eigentlich so richtig YOLO-mäßig in die Mitte springen. Hashtag YOLO, meine Freunde. Das ist mein Lebensmotto, Hashtag YOLO. Und nicht nur von mir, sondern von vielen anderen auch, wie ich so in vielen Fällen so in meiner Umgebung sehe. Nun deswegen easy going. Aber das sieht schön aus momentan, die Runde. Es ist ausgeglichen, denke ich mal, die Teams. Also da hat der Zufallsmodus einmal gut mitgemacht. Aber es ist auch immer schwer einzuschätzen, wer gut ist und wer nicht. Bei vielen Abonnenten weiß ich natürlich, ob wie gut der und der ist. Aber bei manchen, wie gesagt, ist mir das noch ein Rätsel, wenn man zum Beispiel neu reinkommt. Normalerweise hätte ich ihn sowas von mitnehmen müssen. Hat die Heldenwaffe eine höhere Reichweite? Kann das sein? No way. Das war dasselbe, wurde mir geschrieben, oder? Ich wurde hart verarscht. Aber nee, das war bestimmt dasselbe. So, ihn würde ich mal gerne mitnehmen. Ah, er scheint echt gut zu sein, aber er ist noch Level 38, habe ich gesehen. Nee, das ist dasselbe tatsächlich. Die haben auch die Insta-Bombe erstmal als Sekundärwaffe und Tintenschock als Hauptwaffe. Ulti. Na, so, Freunde, bitte, jetzt macht irgendwas. Das Match geht 2 Minuten 30, geht einigermaßen feed. Zurück zu Planet der Affen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. Haben auch schon einige gesehen. Also, weiß nicht. Vielleicht will sich das der ein oder andere mal angucken. Könnt ihr mir ja Bescheid sagen. Hashtag Kommentar, geil. So, weg hier. Es ist so bitter, wenn du gerade deinen Tintenschock machst und dann noch mit einer Insta-Bombe in der Luft erwischt wirst. Aber der hat's echt drauf. Warte mal, wie war sein Name? Ich kann ihn nicht so schlecht aussprechen. Der hat's echt drauf, das muss man zugeben. Na, wir gehen mal woanders lang. Der Spawn ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. So, Tintenschock einsetzen. Na, es wird nichts mehr. Schönes Match von den anderen, muss man zugeben. Ich glaube, unsere KD, beziehungsweise unsere Kills, waren nicht on fleek, wie meine Adonis-Frisur, aber es war trotzdem eine gute Runde, ne? Props an dieser Stelle an die anderen. Und, ja. Jetzt geht's, glaube ich, noch zum Turmkommando. Und dann haben wir eine schöne Runde abgerundet, wie, Formel 1 Piloten. Letzte Runde hier mit der Community. Mal gucken, wie viel Power wir in den Turm hineinlegen können. Turmkommando in Splatoon 2 finde ich persönlich überhaupt nicht gut irgendwie. Es gefällt mir nicht mehr tatsächlich. Warte mal, jetzt haben wir den Pro in unserem Team. Jolteon. Ich hoffe mal, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja, Turmkommando war im ersten Teil, fand ich viel besser. Im zweiten Teil ist es voll schwierig geworden irgendwie. Also da kannst du echt nicht mehr gut pushen wie im letzten Teil. Aber kann ja auch sein, dass das echt nur aus meiner Sicht so aussieht. So, Turm haben wir zurück. Einmal den Controller zurücklegen. Bei mir ist das Problem, wenn ich aufnehme, kann ich mit der Bewegungssteuerung nicht so hart wrecken, beziehungsweise nicht so erfolgreich spielen, weil ich erstmal ein Mikrofon über mir habe und einen Schreibtisch und das kann alles sehr problematisch werden. So, das gesamte Team ist gefühlt auf dem Turm drauf. Nione mein Team. Nione mein Team. Ne, ich bin nicht so der 187-Fan. Gibt Rap, den ich mir da lieber gönne. Also ich sag's mal so, ohne hier haterisch rüberzukommen. Ich habe nichts gegen die, ne? Also, ich gönne mir auch die Musik gerne mal, wenn es auf einer Feier irgendwo läuft. Es läuft immer auf einer Feier, weil es relativ musikalisch ist, muss man zugeben. Aber es ist einfach so eintönig in der Zeit, wirklich. Ja gut, was für ein Rap ist es nicht, ne? Thematik ist auch so gut wie immer gleich, aber es ist irgendwie für mich eintönig. Es ist komplett eintönig irgendwie. Aber wie gesagt, es ist einfach Geschmackssache. Deswegen, will ich mich dazu nicht großartig äußern, aber wie gesagt, kann man sich mal gönnen. So, wir retten hier alle einigermaßen. I'm sorry, aber ich campe so gesehen auch.
wurde mir auch in die Kommentare hineingeschrieben. Vor allem, ich bin halt nur echt einige wenige Momente irgendwie auf einer Stelle und warte immer auf die anderen. Ja, okay. Ob man das Campen nennen kann, ist eine andere Frage. Aber ist doch nicht ist das verwerflich? Ist das echt verwerflich, wenn man sowas macht? Wie zum Beispiel jetzt, ich beobachte einfach die Lage, ne? Ich meine, so kann man ja easy dann Kills irgendwie snaggeln, beziehungsweise easy einen Win holen. Das kann ja in der Theorie jeder machen. Das muss man ja auch zugeben. Aber ich werde sowieso wieder irgendwo lesen, dass ich die ganze Zeit campe, deswegen. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Part. Wir haben jedes Mal mit der gleichen Waffe gespielt. Ich denke mal, demnächst werden wir das auch so machen, dass jeder dieselbe Waffe spielt. Ist lustig, ne? Hat keinen Vorteil, keinen Nachteil. Also von daher, Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Danke an die, die mitgespielt haben. Wenn ihr mitspielen wollt, Switch-Code wurde eingeblendet. Und, jo, kommt in unsere Discord-Community-Gruppe. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.